Herzlich willkommen zu Amatas Erfolgspodcast. Erfüllt und frei leben. Amata Bayerl hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin auf Weltreise und zeigt dir, wie du auf der Grundlage von Werten, Freiheit, Fülle und wahren Reichtum dauerhaft in dein Leben ziehen kannst. Ohne Plackerei und ohne Verlust der Eigenständigkeit. Schön, dass du dabei bist. Heilsame Verbindungen. Um dieses Thema geht es heute in so einem Interview und ich freue mich ganz besonders, meinen Gruß von Paraguay aus nach Hamburg zu schicken dürfen, zur Petra Schurmanns. Herzlich willkommen, liebe Petra. Herzlichen Dank, liebe Amata. Ich freue mich total und ich finde es mega aufregend, ein Interview mit dir zu machen. So schön, liebe Petra. Wir haben ja uns über eine gemeinsame Bekannte sozusagen kennenlernen dürfen, ein bisschen. Also über Verbindungen. Und das ist auch so dein Thema heute und da freue ich mich natürlich ganz besonders, weil ich glaube, Verbindungen ist so, so wichtig, gerade in der aktuellen Zeit wichtiger denn je. Aber bevor wir in dieses Thema der Verbindungen einsteigen, erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wer bist du so privat und wie kamst du zu dem, was du heute so machst? Okay, also ich bin, ich bin 58er Jahrgang und ich bin eine Mainzerin. Und bin in jungen Jahren nach München gezogen und das war aber nicht mein Pflaster und bin dann von München nach Hamburg gezogen. Genau, also in München kam meine Tochter zur Welt und die ist mittlerweile auch schon 33 und ich war immer alleinerziehend, was für mich aber vollkommen in Ordnung war. Also ich habe mir das quasi ausgesucht. Damals hat es mit der Verbindung irgendwie noch nicht so geschnackelt, wie das heute so ist. Und ich bin, manchmal rutscht mir raus, gebürtige Sozialpädagogin, aber also ich habe in München Sozialpädagogik studiert. Okay. Und habe das auch wirklich 30 Jahre sehr leidenschaftlich gemacht. Ich hatte immer eine sehr spezielle Klientel, also es waren Menschen, die laut Diagnose eine psychische Erkrankung hatten. Und das habe ich wirklich richtig gerne gemacht. Und über diese Arbeit bin ich quasi zu dem gekommen, was ich heute mache. Das war so, also ich hatte immer den Eindruck oder die Befürchtung, dass ich faul bin, weil ich die Menschen einfach habe machen lassen. Ich war da, ich habe zugehört. Und ich habe einfach meine Präsenz gegeben, also ich habe immer einen Raum gegeben und ich habe gemerkt, dass die Menschen da sich so fallen lassen können und dass sie so im Vertrauen sind zu mir und dass es ganz leicht ist. Und manchmal gab es natürlich auch Herausforderungen und da habe ich mich supervidieren lassen. Und da habe ich eine Reise bekommen, also die Supervisorin, die war ganz toll und die hat gefragt, ob ich eine Reise machen möchte zum lieben Gott. Und hey, das fand ich ganz toll. Und dann bin ich zum lieben Gott gereist, weil ich sollte ihn fragen, wofür bist du hier? Und das habe ich den gefragt. Und der saß hinter seinem Schreibtisch. Das war so ein richtiger, bärtiger Mann, wie man sich manchmal den lieben Gott so vorstellt. Und den habe ich gefragt, hey Gott, wofür bin ich hier? Und dann hat er nur die Achseln gezuckt und hat gesagt, um zu lieben. Dann habe ich gedacht, wow. Ist das alles? Wow. Ist das alles? Ja. Okay. Ich habe gedacht, ich hätte einen Riesenauftrag, bis ich dann dahinter kam, das ist ein Riesenauftrag. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Riesenauftrag. Genau. Ja. Also das berührt mich gerade auch so sehr, Petra, weil ich war ja 20 Jahre im Kloster. Ja. Und Vincent von Paul hat mal gesagt, wir sind berufen, die Güte Gottes sichtbar werden zu lassen. Mhm. Also die Güte und die Liebe Gottes, nicht nur fromm darüber zu reden, sondern sichtbar, spürbar, erlebbar zu machen. Mhm. Diese Liebe, die wir
ja, selber erfahren dürfen, weiterzugeben, weiterzuschenken. Ja. Und das ist sowas, ja, sowas Großes. Genau. Ja, das war mir in dem Moment nicht klar. Und ich habe dann eine Zusatzausbildung noch gemacht und aus der ergab sich dann quasi auch mein Weg, dass ich angefangen habe zu beraten und ich habe auch Leitungsfunktionen gehabt und ich habe die Kollegen und Kolleginnen im Team immer beraten dürfen. Das war mein allerliebstes, weil das so, ich liebe es, Menschen zu stärken und zu ermächtigen und ja, und das war einfach sowas, was ich weitergeben konnte und wirklich dann auch so in voller Liebe. Und ich glaube, du hast gerade sowas angesprochen, 30 Jahre warst du sozusagen als Sozialpädagogin unterwegs. Du hast ganz viel gemacht und getan, auch über vieles auch so selbstverständlich gesehen. Ja? So ist doch nichts Besonderes, weil es für dich so selbstverständlich war. Ja, und für die anderen war genau das die Möglichkeit, du hast gerade gesagt, so ihnen einen Raum zu geben, wo sie sich dann auch selber entfalten konnten. Und ich glaube, das ist ja ganz oft so, dass es, gerade wenn wir so hinschauen, was ist unsere ureigene Berufung, was ist das eigene, uns das oft mal so einfach, so ja, selbstverständlich vorkommt. Und gerade das ist aber ganz oft die Gabe. Wenn man dich heute so fragt, was du beruflich machst, was sagst du denn so auf die Kürze? Also, ja, dass ich ein Seelen- und Transformationscoach bin oder eine Seelen- und Transformationscoach und dass es meine Gabe tatsächlich ist, in ganz kurzer Zeit ganz tief zu tauchen und in kurzer Zeit in Leichtigkeit zu transformieren und also die Transformation, die Person in ihrer Transformation zu unterstützen. Das ist es an sich, das den Unterschied macht, gell? In dieser Transformation zu begleiten, zu unterstützen, wie du vorher gesagt hast, Menschen zu stärken, das rauszuholen, was an sich in ihnen steckt. Wie machst du das ganz genau, Petra? Also ich verbinde mich auf Seelenebene mit den Menschen und ich lasse mich immer führen. Und ich kriege dann oft Bilder von dieser Person und dann kommen auch oft Fragen. Die kommen nicht von hier, sondern die kommen wirklich also aus meinem höheren Selbst oder aus dem Herzen raus. Und mit den Fragen gehe ich quasi ins Coaching. Und ich kann die andere Person spüren, also ich kann das in meinem Körper spüren, manchmal, oder es kommen eben diese Fragen und ich halte den Raum, also ich bin einfach da und ich habe festgestellt, dass ich durch das pure Sein heilsam bin. Also ich muss einfach nur da sein und die anderen Menschen, die öffnen sich mir ganz schnell und ja, wir sind dann im Gespräch, wir sind dann im Fühlen. Ganz vieles ist ja dann auch die innere Kindarbeit. Ja. Und es, also was ganz viel, wo ich immer merke, das hat mich auch meine ganze Berufslaufbahn begleitet, dieses Annehmen, was da ist. Und den anderen Menschen sehen. Und wenn ich der anderen Person genau das vermittle, gehen Türen auf. Das ist wirklich etwas, wo ich auch immer wieder bei meinen Kunden spüre und wahrnehme. Das ist so unfassbar, was, ja, wie du gerade sagst, da gehen Türen auf, da öffnen sich ganz, ganz neue Welten, kann man fast sagen. Ja, da geschieht so unfassbar, da geschehen auf einmal Wunder bei den Menschen. Ja, genau. Ja, absolut. Ja, das ist so schön. Und ich sitze ja gerade hier in Paraguay, vielleicht hört ihr im Hintergrund nochmal die Vögel zwitschern oder den Hahn krähen. Oder gerade vorher haben sie angefangen, beim Nachbarn hier ein bisschen was zu machen. Und auch das ist so, diesen Punkt, dieses Geschehen lassen, im Hier und Jetzt da sein und einfach hinzuschauen, hinzuführen, was ist jetzt dran. Und dann sich auch zu trauen, dem zu folgen. Ja. Da sind wir natürlich auch noch gleich bei der Frage, Petra, was mich natürlich oder auch vor allem auch unsere Zuhörer interessiert, so praktische Tipps aus deinem Alltag. Du hast gesagt, heilsame Verbindungen, die sind so wichtig. Was für Tipps könntest du unseren Zuhörern mitgeben,
Wie können Sie das stärken und ja, was ist da aus deiner Sicht möglich und sinnvoll? Also einmal finde ich, man muss keinen Weg alleine gehen. Ich darf mir immer Unterstützung holen. Mhm. Und also dieses nichts erzwingen, sondern auch Fragen zu stellen. Also ich stelle total gerne die Frage, was ist jetzt mein nächster Schritt? Und ich hole mir die Antworten, natürlich braucht man das Brain dazu. Ich hole mir die Antworten, aber meistens eben aus meinem Hören selbst. Ich stelle die Frage und ich wachse dann auch quasi in diese Frage rein. Ich nehme mir auch die Zeit. Also ich baue selten Druck auf. Das ist, natürlich mache ich das auch, wo ich dann denke, ich muss doch jetzt dies und das. Ja, ne? ja. Das hilft aber meistens nicht so viel. Ja, da hast du sowas von recht, Petra. Ich glaube, das ist so, weil allein der erste Punkt, den du angesprochen hast, wir brauchen nicht alleine alles Nein. zu meistern und zu handeln, sondern wir dürfen Unterstützung holen. Und ich kann mich gut erinnern, selbst im Kloster gab es sozusagen einen geistlichen Begleiter, ja, der sozusagen einem zur Seite gestellt wurde als Unterstützung und Begleitung. Und wenn wir, egal ob im Business oder insgesamt im Leben, wir haben immer die Wahl und die Möglichkeit, uns einen Mentor zu suchen, einen Coach, wenn auch immer, einfach Unterstützung zu suchen, weil ja, ganz oft ist es ja so, dass man, wenn man von außen was sieht oder allein, wenn man es jemand erzählt, auf einmal die Dinge schon viel klarer werden. Ja, ja. ja. Und auch das, was du gerade angesprochen hast, diesen zweiten Step, eben nichts erzwingen zu wollen, keinen Druck drauf zu machen. Natürlich, ich glaube, fast jeder von uns kennt das zwischendurch, dass man sich selber auch mal einen Druck macht. Ja? Und gleichzeitig immer wieder sich zu erlauben, diese Fragen zu stellen, wie du gesagt hast. Ja. Und diese Fragen nicht nur zu stellen, sondern, wie du gesagt hast, hinzuspüren und wahrzunehmen, denn letztlich sind die Antworten in uns da. Ja, genau. Ja. Auch das merke ich ganz oft in meinem Körper. Also wenn ich eine Frage stelle und ich frage dann, gib mir ein Ja oder gib mir ein Nein und dann probiere ich das erstmal aus. Und dann ist es auch ganz oft so, dass mein Körper da irgendwie reagiert und wenn es sich gut anfühlt, dann darf ich da einen nächsten Schritt machen. Magst du uns vielleicht mal sagen, wie du dieses Ja und Nein wahrnimmst? Machst du das durch irgendwelche körperlichen Sachen oder wie spürst du das für dich? Also es ist unterschiedlich. Wenn jetzt von außen was an mich herangetragen wird oder genau, ich begegne einem Coaching und dann habe ich, also frage, dann reagiert mein Körper da drauf und das ist dann, als würde der Solarplexus aufgehen. Wenn ich dann frage zum Beispiel, wäre das jetzt was für mich oder ist das mein nächster Schritt? Und wenn es aufgeht, ist es dran und wenn es zugeht, dann ist es nicht das Richtige. Wenn ich zum Beispiel, oder ich frage dann halt meinen Körper, dieses Kinesiologische, nach vorne zum Beispiel ist bei mir ein Ja und nach hinten ist ein Nein. Wenn ich so meinem Solarplexus in dem Moment nicht so ganz vertraue. Ja, und ich glaube, das ist so einfach, vielleicht gerade für diejenigen, die das noch gar nicht so kennen, das wirklich einzuüben, ob das dieses Kinesiologische ist, mit dem Arm oder mit dem Finger oder mit dem Körper. Das ist am Anfang, glaube ich, zur Unterstützung sehr hilfreich, wenn man sich noch nicht. Ja, jetzt hängst du gerade. Liebe Peter, wir hatten ja im Vorfeld kurz darüber gesprochen zum Thema Erfolgspodcast bei mir. Was ist denn für dich persönlich, was bedeutet für dich Erfolg? Also Erfolg hat für mich wenig mit Reichtum zu tun, sondern Erfolg hat auch ganz viel mit meinem Innen zu tun. Mhm. Was ist Erfolg für mich? Also Erfolg ist für mich so...
Also, dass ich mit dem rausgehen kann, was wirklich meins ist. Dass ich mich, also Erfolg ist für mich auch, dass ich mich traue, Schritte zu gehen. Und jeder Schritt, den ich gegangen bin, oder etwas, was ich überwunden habe, eine Angst, die ich überwunden habe, ist für mich auch Erfolg. Also alles, was ich auf meiner beruflichen Laufbahn, auf dem Weg, wo ich hingehe, ich habe ja schon ein Bild, da möchte ich gerne hin. Und selten fliege ich dahin. Also es ist wirklich so, dass ich meine Schritte gehen darf. Und ich bin ein Typ Mensch, der über Erfahrung auch Erfolge sammelt oder durchs Leben geht. Ich sammle Wissen über Erfahrung. Und das ist auch das, alles, was ich weitergebe, das habe ich selbst erfahren. Das ist ein Teil auch aus dem Human Design. Da dürfte ich kennenlernen, dass ich kein, ich bin, also ich bin nicht diejenige, die ganz viel liest und darüber Wissen anhäuft und das verinnerlicht, sondern ich gehe diese Schritte wirklich in meinem Leben. Ich erfahre das alles. Und mein Erfolg ist dann auch, dass ich das erkenne, dass ich diesen Schritt jetzt gegangen bin und dass ich hier wieder was gelernt habe. Gelernt über mich, gelernt über mein Umfeld. Finde ich jetzt sehr spannend, deine Ausführungen, denn es ist ja sehr vielseitig, auch wie du jetzt Erfolg definierst. Und ganz am Anfang hast du gesagt, hat für dich wenig mit Reichtum zu tun. Ich würde jetzt so sagen, wenn ich dich so höre, das ist wahrer Reichtum. Ja, ja, also für mich ist genau. Reichtum auch sowas, wo so vielseitig ist, ja, wo es Reichtum erstmal und vor allem dieser innere Reichtum ist. Ja. Und dann ja. darf auch gerne der Äußere dazukommen. Ja. Der gehört in meinen Augen auch mit genau. dazu. Aber ich sehe das auch so. Und ich habe jetzt bei dir, so wie du erzählt hast, es waren so viele Aspekte. Und ich glaube, Erfolg ist so, jeder definiert es anders. Und ich glaube, das ist genau das Wichtige. Was versteht jeder selber unter Erfolg? Nicht, was steht irgendwo in Wikipedia oder sonst wo, wie wird Erfolg definiert? Sondern, wie definierst du ihn für dich? Was bedeutet es? Und ich sage immer, Erfolg voller Liebe, voller Glück, voller Freude, voller Dankbarkeit. Und das ist so, Erfolg ist wirklich ein Wort, das so ja ein bisschen in Verruf oft auch gekommen ist bei uns, wie so manche andere, auch Thema Geld, ja. Ja, ja. Und ich glaube, wir dürfen einfach wieder hinschauen und auch den Worten, den Dingen eine Bedeutung geben, wie sie für uns stimmig ist und passt. Ja, absolut. Ja, ja, finde ich auch. Ja. Und ich hätte vielleicht das Wort finanziellen Reichtum noch davor setzen sollen. Mhm. Genau, weil das ist es für mich erstmal nicht. Dankbarkeit zum Beispiel ist für mich auch, hat ganz viel mit Erfolg zu tun. Absolut. Ja. Ja. Das ist so, ich glaube, so für mich die Grundlage schlechthin. Und auch wenn es dann, bei mir geht es ja oft auch um dieses Thema finanzielle Freiheit. Und das ist unabhängig davon. Ich sage jetzt, manche fühlen sich finanziell frei, wenn sie 2000 Euro im Monat haben. Andere mit 5, die anderen mit 10, die anderen mit 4. Das spielt erstmal ja keine Rolle, sondern es ist auch hier wieder so die Frage, was gebe ich für eine Bedeutung rein? Was bedeutet es für mich? Und was für ein Gefühl verbinde ich auch damit? Ja. Und auch, was habe ich möglicherweise für einen Auftrag noch? Und das ist ein super interessantes und spannendes Thema, gerade wenn man auch, ich sage, du kommst ja auch aus dem sozialen Bereich, ich bin ja aus dem Kloster auch so eher so einen anderen Hintergrund hat, auch diese Schichten durchaus mal anzuschauen. Da habe ich natürlich jetzt gleich so die Frage, du hast jetzt das mit dem Geld so angesprochen, wie wichtig ist es denn für dich, Geld? Macht Geld dich glücklich? Ja, definitiv. Also Geld zu haben, finde ich richtig, richtig toll. Und du hast ja eben gesagt, ich komme aus dem sozialen Bereich. Da gab es das Wort Erfolg gar nicht. Als mir mal jemand gesagt hat, du bist eine sehr erfolgreiche Sozialpädagogin. Ich wusste, also ich kannte das nicht. Ja. Und genauso ist ja auch das mit dem Geld im sozialen Bereich doch sehr verrufen. Und das gilt oft als asozial. Und die Glaubenssätze, die dahinter stehen, die hatte ich alle eingekauft.
Also wirklich. Und die durfte ich abarbeiten. Also die durfte ich wirklich alle korrigieren. Viele. Also es sind sicher noch einige da und ich glaube, gerade wir Deutschen haben da auch immer wieder so ein Thema damit. Und mittlerweile kann ich sagen, ich liebe Geld. Ja. Das ist nicht was Wahres an. Ich glaube, gerade wir Deutschen, hast du gesagt, haben da so ein Thema damit. Ja, ich glaube auch gerade in Deutschland sagt man Geld verdienen. In Verdienen, Amerika sagt genau. man Geld machen, Ja, ganz genau. Geld gewinnen. Also es gibt in jedem Land so ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten, Ja. gerade zu dem Thema. Und das ist ja auch super, super spannend. Ja, liebe Petra, ich glaube, wir könnten uns noch ganz, ganz viel unterhalten und hätten noch einige Themen. Ich habe noch ein paar kurze Fragen an dich und bitte dich einfach um kurze Antworten. Welche Werte sind für dich besonders wichtig? Mir ist Mut unheimlich wichtig. Ehrlichkeit, Liebe hat einen ganz hohen Stellenwert, Authentizität und sich zeigen ist für mich auch was, was ich ganz wichtig finde. Also so dieses, ja, das authentisch sein, ja. Was hat dich ursprünglich davon zurückgehalten, sich selbstständig zu machen, Unternehmerin zu werden? Der Glaube, dass ich in Sicherheit bin, mit meinem Job und nicht aus der Komfortzone raus zu wollen. Und die Idee, ich habe doch ein sicheres Einkommen. Ja. Und Was sind Faulheit. Es war auch Faulheit. Ja. Danke für diese Offenheit. Sehr gut. Ja, denn das andere heißt auch wirklich selber was in die Hand nehmen und Ja, was zu bewegen absolut. und Ja. Verantwortung zu übernehmen. Ja. So, ja. Was sind so deine drei größten Stärken? Meine drei größten Stärken. Also ich liebe bedingungslos. Ich sehe, was ist. Also ich erkenne die Menschen sehr deutlich. Und ich kann jeden Menschen an seinen Platz lassen. Auch wenn ich das sehe, was dahinter steckt. Eine Schwäche. Eine Schwäche, ich bin faul. Wenn das eine Schwäche ist, also. Ich wollte gerade sagen, in Paraguay wird man 3 Kilos sagen. Mm, Entspannt. ja, was ist? Ich habe einen inneren Schweinehund, der manchmal wirklich fett ist. Ja. Vielleicht magst du hier noch verraten, wie überwindest du denn, wenn der dann mal so ganz Wie fett ich den da ist? überwinde? Ich überlege tatsächlich, muss ich das selber machen? Wenn es was ist, was ich gar nicht gerne mache, aber machen muss, dann überlege ich mir, wie ist das Resultat und dann spüre ich mich da rein. Und manchmal ist es so, dass ich einfach warte bis zum letzten Moment und dann arbeite ich das unter Druck ab und dann geht es bei mir manchmal ganz leicht und das ist auch okay. Und auch das darf alles einfach sein. Ja, Das ist okay. genau. Ja. Peter, gibt es so ein Lebensmotto, ein Lieblingszitat, das dich begleitet? Gibt es. Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Doch, das Leben ist immer für dich. Wunderschön. Ja. Was war so der beste Rat, den du je bekommen hast? Der beste Rat, den ich je bekommen habe, das ist dasselbe, dass das Leben immer für mich ist. Es hat so viel von mir genommen. Und auch der Rat, Liebe. Liebe, was ist? Das bringt so viel Leichtigkeit an, oder? Absolut, absolut. Ja. Welche Internetressource, welches Internet-Tool hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert? Im Augenblick ist es Facebook. Also woanders bin ich im Augenblick noch gar nicht. Ich habe mich mal mit Instagram versucht. Ja. Das finde ich so eine Plattform, das ist ja das Geniale. Das Ja. ist super spannend, ja. Petra, Lesen ist auch immer so ein Thema. Du hast vorher gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt das, was bei dir vorgegangen ist, aber gibt es derzeit so oder momentan eine Buchempfehlung, die du weitergeben möchtest? Ja, die kleine Seele spricht mit Gott von dem Neil Donald Walsh. Das ist ein Buch, was für mich zutiefst berührend ist und was uns zeigt, wie sehr wir annehmen dürfen, was ist. Ja.
Das wollen wir gerne in den Shownotes verlinken. Das ist ein wirklich, ja, wie du sagst, ein sehr, sehr berührendes Buch. Ja. Stell dir vor, du kämst auf eine einsame Insel, könntest nur drei Dinge mitnehmen. Welche wären das? Ich musste vorhin selbst lachen, als ich es mir überlegt habe. Es ist Kaffee, Wasser und ein Kocher. Kaffee, Wasser und ein Kocher. Ja. Also eine absolute Genussfrau dann auf der Absolut, Insel. Absolut, ja. Das ist schön. Welchen Tipp magst du uns damit auf den Weg geben, liebe Petra? Ja, auch das, Liebe, was ist. Und sei du. Also sei wirklich du. Und ja, das ist was, was ich wunderschön finde und was ich jedem mitgeben möchte. Liebe, was ist und sei du. Ja. Ich glaube, da braucht man nichts mehr hinzuzufügen. Deine Kontaktdaten stehen dann auch in den Shownotes. Ich sage ganz, ganz vielen Dank, Petra, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview, dass du uns so ein bisschen Einblick gegeben hast in dein Privates so und vor allem auch in dein Business. Ich fand es total interessant und ich wünsche dir alles Liebe und Gute auf deinem Weg. Ich danke dir von Herzen, liebe Amata, für die Möglichkeit. Sehr, sehr gerne. Und liebe Podcast-Freunde, ihr wisst ja, mir ist es ein großes Anliegen, 1 Million Frauen zu zeigen, wie sie ein erfülltes, erfolgreiches und auch finanziell freies Leben führen können. Und wenn dir heute die Folge gefallen hat, dann teile sie mit deinen Freunden. Komm auch gerne in unsere Facebook-Gruppe Finanzielle Freiheit für Powerfrauen. Denk aber vor allem dran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Deswegen lieber unperfekt begonnen, wie perfekt gezögert. Ich wünsche dir jedenfalls einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und natürlich freies Leben. Deine Amata. Ganz lieben Dank, dass du heute wieder bei Amatas Erfolgspodcast dabei warst. Alle wichtigen Infos zum Podcast findest du unter amatabayal.de. Sind dir Werte wichtig? Dann zeigt dir Amata gern, wie du Freiheit, Fülle und wahren Reichtum in dein Leben ziehen kannst. Hol dir ihre Anregungen, Inspirationen und buche direkt ein kostenfreies Gespräch. Zu guter Letzt, denke immer daran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Bis zum nächsten Mal bei Amatas Erfolgspodcast.